Ja, hallo, ich bin der Wari und ich bin hier gerade vor einer meiner neuesten Wildkameras und die möchte ich euch vorstellen. Die ist gerade im Angebot mit einer Rabattfunktion mit 130, 35 runter, also 95 Euro. 95 Euro? Krass. Also für 95 Euro ist das eine geile Kamera. Das ist die iSeeker IG600. Und die hat mich ein bisschen überrascht, weil die hat eine Funktion eingebaut, die ich bei Wildkameras schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Und die funktioniert hier auch. So, ich stelle ja meistens ein 20 Sekunden bzw. 25 Sekunden. Hier ist aber eine Funktion eingebaut. Wenn ich jetzt hier auf OK drücke, dann steht hier Auto verlängern on. Beziehungsweise kann ich es ja auch ausmachen. Aber diese Funktion meinte ich. Das ist eine Funktion, die folgendermaßen funktioniert. Solange sich vor der Kamera was bewegt, wird die Videolänge verlängert. Die Bewegungsmessung ist auch etwas reduziert. Das heißt, wenn ich die Bewegungsmeldung hier auf hoch einstelle, wie ich das bei den ersten Tests immer mache, dann fängt die Kamera ja auch an aufzunehmen, sobald sich ein kleines Blatt bewegt. Bei der automatischen Videoverlängerung wird die Bewegungsmeldung heruntergesetzt. Ich vermute mal in den mittleren Bereich, weil wenn sich eine kleine Maus vor der Kamera bewegt, dann kann es sein, dass es nicht verlängert. Oder wenn ein Tier sich etwas weiter weg bewegt und so langsam im Dunkeln verschwindet, dann stoppt sie die Aufnahme auch. Diese Kamera hat auch noch dieses Feature eingebaut mit dem Starlight. Das heißt, wenn nur noch sehr wenig Licht zur Verfügung ist, dann verlängert sie die Belichtungszeit auf Kosten der Framerate und hält trotzdem die Farbaufnahme bei. Da ich hier ziemlich im Dämmerlicht sitze, weiß ich nicht genau, ob hier eine Aufnahme zustande gekommen ist mit dem Starlight. Ich habe noch nicht alle Bilder gesehen. Das, was ich bisher gesehen habe an Aufnahmen, ist gut, ist schön scharf, direkt vor der Kamera, ist alles deutlich zu sehen, gefällt mir, wirklich klasse. Und da die jetzt im Angebot ist mit 130 Euro plus 35 Euro Rabatt, also 95 Euro, ist es eine geile Kamera für den Preis. Vor allen Dingen kommt ja auch noch dazu, Duallinse. Das heißt, dieses störende Geräusch, was der Filter macht beim Vor- und Zurückklappen, ist auch weg. Also, was will man mehr? Ich gucke jetzt noch mal rein in die Aufnahmen, was jetzt hier drauf ist. Ich hatte schon letztens gesehen, dass ein Marder drauf war. Da habe ich dann die Kamera noch mal umgestellt, habe das Starlight ausgeschaltet. Ich habe die Kamera vor einer Woche schon mal besucht und habe ein paar Aufnahmen abgeholt. Da war ein Marder drauf, der hier, naja, irgendwas abgegrast hat. Hier ist ein alter Baumstumpf. Vielleicht sind hier irgendwelche Maden drin. Ja, da kriecht auch irgendwas weg. Kellerasseln. Das holt er sich auch ab und zu mal, wenn der Lust hat. Und der hat sich hier eine ganze Weile vor der Kamera bewegt. Und ich hatte die eingestellt auf 20 Sekunden. Und manche Aufnahmen sind 30 Sekunden, manche sind 40 Sekunden, es sind welche dabei mit 41, mit 36, mit 37, also ganz verschieden. Die Kamera hat immer dementsprechend die Aufnahmelänge angepasst, bis der Flieger weg ist. Immer ein bisschen anders, je nachdem, wie viel Bewegung vor der Kamera stattfindet, hat die ihre Aufnahmelänge angepasst. Was mir an der Kamera noch gefällt, es ist ein großer Kartenslot verbaut. Ich brauche hier nicht rumfummeln mit den kleinen Speicherkarten. Bei der Tonaufnahme ist wieder dieses Manko, dass das Mikrofon hinter einer Gummimembran verbaut ist, sodass die Kamera halt wasserdicht ist. Das ist wieder nicht so schön. Ich werde mal gucken, ob ich diese Gummimembran entfernen kann und dann bei dieser Kamera hier auch den Ton verbessern kann, wie ich das schon bei anderen Kameras gemacht habe. Vielleicht ändere ich auch den Einbauort des Mikrofones und dann kann ich die Tonqualität auch verbessern. Die Kamera unterstützt ziemlich große Speicherkarten bis zu 256 GB. Bei der iSeeker kann man natürlich wieder externe Spannungsversorgung anschließen mit 6 Volt. Wenn man da sich mal ein wenn man sich da vielleicht mal ein Solarpanel anschaffen möchte, was einen integrierten Akku hat, kann man das oben dann sozusagen an einem Baum befestigen, ein Kabel runterlegen
und anstöpseln. Es gehen auch externe Batterien, aber ich bin kein Fan davon, Batterien im Wald zu lassen, deswegen mache ich das nicht. Die Kamera soll eine Blende haben von f1.4. Das ist natürlich, wenn das stimmt, ist das natürlich richtig geil. Damit braucht man nicht so viel Licht, kann kleinere Dioden einsetzen, energiesparende LEDs kann man dann verwenden. Also f1.4, ja, das hat meine teuerste Kamera. Wenn die Kamera geliefert wird, ist ein Vierersatz Batterien mit bei. Mit 4 Batterien kann man zwar nicht viel anfangen, aber damit funktioniert sie schon mal. Und es wird auch eine Speicherkarte mitgeliefert, die wenigstens V10 hat. Also völlig ausreichend für eine Wildkamera. Und so kann man die Kamera, wenn man sie bekommt, gleich verwenden. Es ist ein Riemen bei, es ist eine Baumhalterung bei. Man kann sie sofort einsetzen, wenn man sie aus der Verpackung herausnimmt. Finde ich echt geil von euch, dass ihr das so macht. Wi-Fi ist natürlich auch verbaut. Mit der dementsprechenden App kann man dann auf diese Kamera zugreifen. Ich benutze solche Funktionen nicht. Aber jemand, der das möchte, der kann sozusagen, ohne die Kamera wieder anzufassen, die Bilder sich herunterladen, indem er so etwa 10 Meter hinter der Kamera steht, das aktiviert in der App und kann sich dann die Sachen von der Speicherkarte runterladen. Kann die Kameraeinstellungen ändern, wie er möchte, aus der Entfernung. So, ich schalte meine Kamera jetzt wieder scharf. Hier ist ein bisschen was passiert in der Gegend. Ich lasse die weiterhin im Einsatz, bevor ich sie umbaue. Und jetzt zeige ich euch erstmal die Aufnahmen, die sie gemacht hat. Und wenn ich jetzt noch ein Bild finde, wo sie spezifisch mit dem Starlight-System aufgenommen hat, dann blende ich das unten ein als Text. Starlight-Aufnahme. Und die Videos, die sich automatisch verlängert haben, die kennzeichne ich auch nochmal extra. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zugucken von den Aufnahmen. Es sind ein paar schöne Aufnahmen entstanden. Film ab!
Geschoss, oder? Na hier, das sind ja Dreierpakete. Ein Schlüssel, drei Schlösser. Ah. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. Euer Vari. E-Sieger. E-Sieger. So, das ist die E-Sieger. E-Sieger. Ich suche. Hört sie auch auf. Hört sie dann auch auf mit Aufnehmen. Oh Gott. Hört auf mit Aufnehmen. Hört sie auf mit Aufzunehmen. Das kann doch nicht wahr sein. Jedes Mal, wenn ich hier an irgendeiner Kamera bin, ist ein Flugzeug über mir. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zugucken von den Aufnahmen, die Kamera... Nochmal.